Nachbarschaft heißt zusammenleben, zusammen teilen, zusammen gegenseitig helfen. Deswegen hier so eine Stadtteil, Ölberg so aussieht, jede hilft jede. Im Moment seit ich bin krank, ich mache gar nichts, aber wegen Sozialbereit, ich mache Kaffee Stilbuch mit Sozialtal. Ich koche für die Leute in der Küche. Beispiel, morgen haben wir eine Ölbergkantine für die 30, 40 Leute. Ich muss kochen, kostenlos, gegen Spende, aber Spende geht auch Kindertale, Wuppertale. Nachbarn sucht man sich normalerweise nicht aus. Das Interessante an Nachbarschaft ist, dass wir sie manchmal gar nicht wahrnehmen, aber sie ständig neben uns wohnen. Schön wäre noch, wenn man sich ein bisschen mehr miteinander verbinden würde, um einige Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Wenn wir anfangen, uns die Hände zu geben, dann gibt ja der eine Nachbar dem nächsten Nachbarn auch die Hände. Das heißt, dass dann ganz viel entsteht und dann entsteht Reichtum. Zum Beispiel, als die ganzen Geflüchteten gekommen sind, das war unheimlich schnell, dass sich Leute zusammengefunden haben für eine Unterstützergruppe. Und so kommt das dann eben, dass man hier heute Abend auch arabisches Essen kriegt und die dann einfach auch aufgenommen werden. Sowas finde ich ist Nachbarschaft. Ich glaube, wenn wir mal an die Tür klingeln würden oder mal fragen würden oder mal einladen würden. Und ich glaube schon, dass sich die Welt dann auch ein bisschen verändern würde. Weil die Welt kann man nur im Kleinen verändern und die Nachbarn sind die nahesten Menschen an uns. Und es ist halt so, dass die Nachbarn ja so greifbar sind und doch so weit weg. Ne? Es ist so, wir gehen eher nach Neuseeland als zu unseren Nachbarn oder wir gehen irgendwie ans andere Ende der Welt, aber nicht zu unseren Nachbarn. Bist du alleine? Die Straße oder das Hause? Du gehst mehr in den Kopf kaputt, aber hast ein paar Freunde, weil jemanden trifft, irgendwas Sache macht, dann du denkst ein bisschen anders auch, du bist nicht direkt krank. When I is replaced with we, illness becomes wellness. Also wenn das Ich zum Wir wird, das heißt auch, wenn wir Lagerfeuer-Szenarien kreieren, wenn wir wie gerade einfach trommeln oder wenn einfach Gemeinschaft entsteht, dann glaube ich ganz bewusst, dass diese Krankheit transformiert wird in Wellness. Wenn man zusammenkommt, ist man im Paradies. Und ich glaube, das kann man überall gestalten. Überall.